Sehr geehrter Herr Privatdozent Dr. Rudolf Miklau, vielen Dank fürs Kommen. Sie sind Leiter der Abteilung für Wildbach- und Lawinenverbauung und Schutzwaldpolitik des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Region und Tourismus. Und Sie sind unter anderem auch sehr stark betroffen vom Klimawandel, gerade auch im Hinblick auf extreme Ereignisse und Umweltauswirkungen. Ja, und diesbezüglich habe ich ein paar Fragen an Sie. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie mir da Informationen geben könnten. In welchen Bereichen sehen Sie denn die Belange des Klimawandels? Herr Universitätsprofessor Dr. Glade, herzlichen Dank zunächst einmal für die Möglichkeit, hier zu sprechen und Ihre Fragen zu beantworten. Die Abteilung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Region und Tourismus, die sich mit Naturgefahren auseinandersetzt, nicht nur den Wildbächen und Lawinen, also den sogenannten gravitativen Naturgefahren, sondern auch den Phänomenen des Waldbrands und des Schutzwaldes mit all seinen Bedrohungen, dazu gehören also Stürme, Schneebruchereignisse, hat sehr viele Bezüge zum Klimawandel. Das ist daher notwendig, das Ziel, Sicherheit zu erzeugen, auch ständig den Anforderungen des Klimawandels anzupassen. Man spricht auch in der Fachszene von den sogenannten Schutzzielen. Und genau um diese Schutzziele geht es. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass der Klimawandel diese Ziele ständig verändert, weil es zu einer Veränderung der naturräumlichen, aber in der Folge auch der gesellschaftlichen Verhältnisse kommt. Und Sicherheit ist etwas Variables, sowohl was die tatsächliche Sicherheitslage als auch die Erwartung der Bevölkerung betrifft. Als Leiter der Abteilung sind Sie ja zuständig, einerseits in die direkte Reaktion, in die Nachsorge, aber auch in die Vorsorge von solchen Ereignissen. Und gerade im Kontext der Extremereignisse hat sich diesbezüglich etwas geändert für Sie? Ja, absolut. Extremereignisse sind etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung, auch medial, ganz einen großen Stellenwert bekommen hat. Man kann natürlich fachlich lange darüber philosophieren, was ein Extrem ist. Die Menschen verstehen darunter das absolut größte vorstellbare Ereignis, das sie erlebt haben. Gleichzeitig wissen wir, dass das Erinnerungsvermögen der Bevölkerung sehr variabel ist. Viele vergessen sehr schnell, was passieren kann. Und das Dritte, was uns belastet, ist natürlich die scheinbare Aneinanderreihung extremer, großer Hochwasser und anderer Elementarereignisse in Österreich, die in den letzten Jahren seit 2002 aufgetreten und, das möchte ich betonen, auch medial stark dargestellt worden sind. Das hat nicht unbedingt mit einer statistischen Häufung zu tun, dazu ist die Periode noch zu kurz, aber wir wissen, dass wir uns mit diesem Extrem, nämlich jetzt auch im Verständnis dessen, dass wir mehr Gefahr haben, als wir derzeit Schutz anbieten können, also sozusagen Thema Restrisiko, Thema Überlastfall, Thema Ereignisse über dem, was wir bemessen, dass wir das als Thematik auf verschiedenen Ebenen behandeln müssen. Und da möchte ich nur ein paar Stichworte nennen, auf die wir dann durchaus eingehen können. Es geht hier in erster Linie vor allem um Bewusstseinsbildung und Kommunikation, dass so etwas überhaupt eintreten kann. Und dann geht es in der weiteren Folge natürlich um die Frage, wie kann ich ein Schutzsystem, also alles, was dazugehört, um den Menschen Sicherheit zu bieten, so adaptieren, dass ich den neuen Sicherheitsanforderungen gerecht werde. Die Aspekte, die Sie aufgeführt haben für Ihre Abteilung, dass sie reagiert entsprechend auf extreme Ereignisse, wie schätzen Sie das ein? Sind die bisherigen Strukturen und Maßnahmen, Initiativen ausreichend, um auch die neuen extreme Ereignisse zu adressieren? Oder würden Sie so sehen, dass hier neue Initiativen notwendig sind, kommend aus Ihrer Abteilung heraus oder aus den Ministerien, oder auch aus den verschiedenen Ministerien? Ja, ich möchte diese Frage einmal mit einer Definition beantworten zu Beginn. Wir reden ja von Naturgefahren oder Risikomanagement. Und wir wissen aus dem Lehrbuch, dass Management das intelligente Reagieren auf Veränderung ist. Insofern ist die Frage fast selbst beantwortend, wobei ich sie natürlich beantworten werde. Jawohl, Veränderung ist ständig notwendig. Die bestehenden Strukturen reichen allerdings, und das muss man schon sagen, in sehr hohem Maße aus, Sicherheit zu bieten, weil es ja indirekt und komplementär zum bestehenden Sicherheitsniveau auch selbstverständlich ist, dass die Menschen sich mit bestehenden Risiken, die verbleiben, also dem sogenannten Restrisiko, auch auseinandersetzen müssen.
Insofern ist es auch eine gesellschaftliche Frage, wie viel Schutz will ich bieten und wie viel mehr an Sicherheit will ich bieten. Es ist definitiv ein Nichtziel, einfach in einem ständigen Aufwärtsspirale Schutz immer weiter zu erhöhen, Sicherheit zu steigern, weil das irgendwo einmal an einen Punkt kommt, wo wir nicht mehr nachhaltig sicherstellen können, dass dieser Schutz auf Dauer besteht. Aber worin besteht die Veränderung? Eben im intelligenten Reagieren, und das bedeutet, dass das System sich ständig neu aufstellen muss. Meine Abteilung allein wäre gar nicht in der Lage, diese Veränderung zu machen. Wir sind eingebettet in ein nationales und internationales Netz von Organisationen, Prozessen, die sich mit dieser Veränderung auseinandersetzen. Und ich glaube, man kann da auch wieder nur stichprobenartig Dinge herausziehen. Ich denke, da ist einmal der Wissenstransfer. Als Beispiel möchte ich nennen die Einbindung Österreichs in die internationale Expertengruppe für Waldbrand. Oder sehr wichtig ist natürlich die nationale Abstimmung in der Plattform ASDR im Rahmen des Sendai-Prozesses, wo ständig auch fachlich adaptiert wird, wie wir auf die Bedrohungen reagieren. Und natürlich muss man auch nach dem Spruch Think Global, Act Local, lokal, regional agieren. Und das bedeutet, dass wir eigentlich die Veränderung dahingehend sehen, dass es nicht mehr gelingt, es ist eine Institution für etwas zuständig, die macht alles gut, ne? Zürich-Kosmos-Prinzip, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass wir schauen müssen, dass wir die Akteure dort optimal aufstellen und Kooperationen gründen. Und das Thema Kooperation ist, glaube ich, das wichtigste Element eines Anpassungsprozesses auf regionaler Ebene, wenn man nachhaltig Risiken steuern und bekämpfen möchte. Ihre Abteilung ist ja auch für technische Maßnahmen zuständig, auch Schutzeinrichtungen, seien das bei den Lawinen, die großen Lawinengalerien, seien das gegenüber Muren, Retentionsbecken und so weiter. Jetzt haben ja die Extremereignisse die Charakteristik, dass sie ja meist von der Größe her, von der Ausprägung, von der Magnitude eben extrem sind, also sehr groß sind, häufig auch so groß wie noch nie erfahren. Auf der anderen Seite sind natürlich die technischen Maßnahmen daran orientiert, was man für Erfahrungen hat. Sehen Sie denn da große Herausforderungen auf Ihre Abteilung und auch auf Österreich zukommen? Ja, die haben wir bereits. Wir haben es erlebt, dass Wildbachsperren in Tirol von Murgängen überwunden worden sind, und zwar wirklich große Bauwerke. Wir haben es erlebt, dass Hochwasserdämme gebrochen sind und der Polderbereich in dramatischer Weise geflutet war. Wir haben es erlebt, dass Lawinenverbauungen gebrochen sind. Zuletzt im Stubaital hat ein großer Felssturz ein Steinschlagnetz durchschlagen und ist in eine Hauswand gestürzt. Also die Menschen erleben real und in Echtzeit, dass technischer Schutz nicht gegen alle Größenordnungen von Einwirkungen helfen kann. Und das ist eigentlich auch nicht überraschend, weil ja eine gewisse Obergrenze der Sicherheit durch jedes technische Bauwerk gegeben ist. Und dann tritt der Überlastfall ein. Gut, wie reagiert man darauf? Sicher nicht dadurch, dass man noch größere Bauwerke richtet und noch stärkere Bauwerke an die Gewässer oder in die Hänge setzt, sondern ganz im Gegenteil. Wir denken inzwischen in zweierlei Hinsicht. Einerseits Systemar. Systemar bedeutet, dass wir Schutzsysteme aufbauen, die Redundanzen haben. Also sprich, Sie können durchaus in Kauf nehmen, dass ein Teilelement dieses Systems versagt und dann in der Folge aber trotzdem genug Kapazitäten da sind, um die Wirkung eines großen extremen Ereignisses zu puffern. Und das sind eben nicht nur Bauwerke, sondern das ist auch Fläche. Wir brauchen Fläche, Raum, wo sich zum Beispiel ein Murgang in einem unbedeutenden, für die Zivilisation nicht so bedeutenden Bereich, das werden jetzt Landwirte und Forstwirte nicht gern hören, aber sozusagen auf der Wiese oder im Wald, abarbeiten kann, wie er das auch normalerweise in der Natur tut und eben nicht in den Siedlungsraum vorstößt. Das ist das eine. Und der andere Aspekt dieser Redundanzen oder Sicherheit besteht darin, dass wir eigentlich eine Art Cradle-to-Cradle-Technologie verfolgen, also von der Wiege bis zur Wiege. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft, man sich nicht mehr ein Bauwerk betrachtet, dann wird es errichtet und dann steht es und dann wirkt es, sondern man muss ständig in der Erhaltung und in der Betreuung dieser Anlagen auch investieren. Und das ist ein ganz wesentliches Element, nicht nur, dass das Bauwerk einfach saniert wird, wenn es baufällig wird, sondern vielmehr noch, dass es in seiner Wirkung ständig betreut wird. Also Monitoring, dann natürlich
entsprechende Räumungen, wenn zum Beispiel Materialien abgelagert sind, und eine ständige Überwachung durch den Betreiber. Und diese Überwachung ist deswegen auch so wichtig, weil zum Beispiel eine österreichische Gemeinde, nehmen wir jetzt zum Beispiel Galtür, ein ganz großer Platz der Lawinenverbauung, die Gemeinde und die Leute dort müssen wissen, in welchem Zustand ihre Bauwerke sind und wann etwas zu veranlassen ist. Extremereignisse sind ja auch sehr häufig, wie ich vorhin schon angesprochen habe, sehr große Magnituden, große Stärken verbunden. Und es gibt auch viele, die verbinden diese Extremereignisse mit den Aussagen, denke das Undenkbare. Das ist ja für eine Organisation wie für Sie auch eine große Herausforderung. Ja? Weil man kann ja auch dagegen halten und sagen, jetzt macht die Leute nicht verrückt, wenn ihr da solche großen Magnituden annehmt. Das haben wir noch nie erlebt. Ist so das eine Argument. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich schon vorbereitet sein, denn wenn so etwas Großes passiert, dann kommt ja schnell die Aussage, naja, da hätte man ja dran denken können. Wie geht denn Ihre Abteilung mit diesem Spagat um? Ja, eigentlich sehr nüchtern, weil ich persönlich denke das Undenkbare. Das klingt ein bisschen nach Abenteuer und Eventmanagement. Genau das ist nicht der Stil, den man in der Risikokommunikation betreffend Naturgefahren eigentlich pflegen sollte. Es ist eher der Stil, dass man den Leuten klar macht, dass es ein bestimmtes Maß an Sicherheit gibt, wo man auf langjährige Beobachtung vertrauen kann. Dafür kann man etwas tun. Ne? Und dann muss es jedem Menschen klar sein, dass es etwas viel Größeres geben kann. Aber es ist nicht die Aufgabe, das genau zu beschreiben, weil es genau zu beschreiben würde nämlich auch implizieren, dass ich dann sage, wie genau man mit diesem Extremen umgehen soll. Und ich halte es für mehr als anmaßend und auch riskant, den Menschen zu suggerieren, man hätte eine Möglichkeit, mit Extremen umzugehen. Deswegen ist das, was die Medien machen, zwar wichtig in der Informationspolitik, aber sobald Wertungen hineinkommen und man quasi Forderungen stellt, man hätte da etwas tun müssen, muss sich eigentlich jeder, der kommuniziert, hinterfragen, ob er wirklich die Grundlage hat, solche Sicherheiten zu fordern. Also ist, glaube ich, der Diskurs über Extreme, und das ist ein wesentlicher Teil der Risikokommunikation, einer der großen Aufgaben, deeskalierend zu wirken und den Menschen einfach das Gefühl zu geben, es gibt das, ne? Aber es bedeutet nicht, dass ihr euer Leben jetzt deswegen schlagartig verändern müsst, weil es hat, man kann auch an einem Baum fahren mit dem Auto. Auch das ist ein Extremereignis und keiner überlegt sich deswegen, das in ein Auto einzusteigen. Aber es gab schon Initiativen, alle Bäume und Straßen deshalb zu entfernen. Durchaus. Aber man kann so etwas auch als überschießende Reaktion durchaus bezeichnen. Also es geht wirklich um Deeskalation, um ein Gefühl zu geben für Größenordnungen, aber im Endeffekt, es zählt natürlich auch die Experteneinschätzung und es muss den Betroffenen auch klar sein, dass die Sicherheitsbeurteilung eine Expertenaufgabe ist. Wenn es uneingeschränkte Ressourcen geben würde und Sie vier Wünsche äußern dürften im Sinne, was Ihre Abteilung in Bezug auf Extremereignisse und Klimawandel sich anschaffen oder durchführen dürfte, was wären das? Was wären so die vier größten Wünsche? Die vier größten Wünsche des Risikomanagements gegen Naturkatastrophen gibt es eigentlich nicht. Weil man könnte einerseits sagen, wir sind jetzt schon wunschlos glücklich, weil wir der Meinung sind, dass wir die Sicherheit, die wir den Menschen bieten können, in Österreich schon so weit haben, dass es kaum noch Steigerungsmöglichkeiten gibt. Wenn ich aber jetzt pragmatisch denke und sage, was würde ich mir wünschen, wie sich das weiterentwickelt im Sinne eines ständigen Change-Prozesses, dann glaube ich, könnte man in die wesentlichen vier Sektoren hineinschauen, die das Naturgefahrenmanagement ausmachen. Fange ich vielleicht an beim Thema Raumnutzung. Es sollte eigentlich klar sein, dass gefährdete Gebiete im Alpenraum nicht mehr progressiv und aktiv entwickelt werden. Also dieses Denken, das leider immer noch da ist, nicht? Kann ich auch im steilen Hang noch irgendwas bebauen oder wie kann ich im Überflutungsbereich bebauen, der sollte irgendwann einmal in der österreichischen Raumordnung Platz greifen und nicht nur vom Schrecken von Haftungen abhängen. Punkt 1. Punkt 2, wir müssen lernen, mit der Natur zu leben, also der ganze Sektor naturnahes, nachhaltiges leisten, im Zusammenhang natürlich mit den
Ökosystemleistungen. Das ist ein neuer Begriff, mit dem wenige was anfangen. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir die Schutzwirkungen, die die Natur vorhält, also Schutzwald, Überflutungsräume, Biotope, die eine dämpfende Wirkung auf Naturprozesse haben, dass wir die auch stärken. Und natürlich unter Umständen auch die Diskussion eröffnen, wenn ein Grundeigentümer so etwas zur Verfügung stellt mit seinem Grund und Boden, dass es dafür auch irgendeinen Transfer geben muss. Das wäre der zweite große Wunsch, den man, also eine Art von Ausgleichsmechanismus in der Gesellschaft, wie man es jetzt auch schon im globalen Sinne hinsichtlich Emissionen kennt. Das dritte ist meines Erachtens eine Frage der Sicherheitsplanung. Wir müssen auf alle Fälle den Menschen lernen, in Szenarien zu denken, dafür auch die entsprechenden Pläne vorhalten. So wie wir es schon geschafft haben, die Gefahrenzonenpläne zu etablieren, würden Katastrophenschutzpläne, so wie es auch der Hochwasserrisikomanagementplan zum Beispiel darstellt, etabliert werden, weil es für Entscheidungsträger, aber auch für die Bevölkerung die einzige valide Basis ist, Entscheidungen zu treffen. Und das vierte Feld gehört ja eigentlich an den Anfang, ist die Kommunikation. Also Risikokommunikation zu etablieren im Sinne eines nicht nur fachlichen, sondern auch eines politischen Diskurses. Ich möchte das jetzt nicht wertend verstanden wissen, aber man sieht aus den Medien, wie oft Politiker hier Fehlleistungen erbringen, wenn sie versuchen, Menschen, also sozusagen als oberster Risikomanager aufzutreten und Menschen über die Lage zu informieren. Es gab sehr reichhaltige Diskussionen jetzt auch in der Pandemie darüber. Das gehört absolut auf ein hohes Niveau gesetzt in der Politik und auch entsprechend geschult. Weil es werden die Katastrophen kommen, die nächsten, und die großen Krisen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man der Bevölkerung eine solide Basis gibt. Was ich mir nicht wünsche, wenn ich auch zuletzt das Nicht-Ziel, ich brauche keine größeren Bauwerke, wir brauchen sie nicht, sondern wir müssen es eben schaffen, dass wir den bestehenden Schutz nachhaltig sicherstellen. Vielen Dank für die Information. Herzlichen Dank auch.